Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Und wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, gibt es endlich mal wieder ein Ich packe meinen Koffer mit Video von mir. Das ist jetzt, glaube ich, das 6. Aber auf jeden Fall fahre ich nach Spanien, beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, bin ich schon eine Woche in Spanien. Fahre ich wieder mit einer Reisegruppe, was bedeutet, dass ich halt nicht mit meinen Eltern fahre, weil die waren ja schon im Urlaub, und ich fahre halt nach Spanien mit Lea und Annalena. Da freue ich mich richtig krass darauf, weil ja, es wird voll toll, glaube ich. Und auf jeden Fall fahren wir nach Spanien, nach Canet de Mar. Das ist irgendwie 40 Kilometer von Barcelona entfernt. Die ganze Reise ist natürlich wieder mit Bus, so wie damals in Kroatien, nur dass wir nach Spanien noch länger fahren. Also es sind mindestens 22 Stunden oder irgendwie 20 bis 22 Stunden, worauf ich mich richtig freue. Und ich zeige euch dann heute mal, was ich so alles mitnehme, und ich sage jetzt schon am Anfang, es wird sich zu 100% hier noch komplett was ändern, was ich mitnehme, weil gerade als ich dieses Video drehe, ist 4 Tage bevor ich losfahre. Wir fangen jetzt einfach mal mit den Klamotten an. Ich glaube, das wird ein komplettes Chaos, weil das ist alles durcheinander. Ich nehme einmal diese Hotpan mit, zweite Hotpan mit und noch dieses Kleid mit. Das ist das Kleid aus meinem vorletzten Video. Dieser Jumpsuit, diesen schwarzen Jumpsuit. Kommen wir jetzt zu den ganzen Oberteilen, und als erstes blende ich euch hier mal ein Bild ein von dem T-Shirt, was ich momentan noch suche. Dieses T-Shirt, ein anliegendes weißes T-Shirt. T-Shirt, wo drauf steht Ciao Ciao. Zwei normale, stinknormale Tops mit, einfach weiß und schwarz. Sport-T-Shirt, eine Sporthose und ein Sport-BH. Unterwäsche. Dann nehme ich natürlich noch Socken mit. Ich habe allerdings jetzt nur diese paar Socken hier gefunden. Ich bin übrigens 15 bzw. 16 Tage unterwegs und 15 Tage vor Ort oder 16 oder 14 Tage vor Ort, ich weiß nicht so genau. Ich habe wieder kompletten Plan, so wie immer den kompletten Plan habe, wenn ich reise. Ich weiß immer komplett Bescheid. Und Schlafanzug. Eine lange Jogginghose. Falls es abends mal kalt ist, nehme ich auch noch so ein Hoodie mit. Habe ich auch noch eine lange Hose dabei. Eine große Strickjacke. Ich muss allerdings noch gucken, ob ich die in meinen Koffer packe oder ob ich die auf der Fahrt anziehe. Das muss ich mir alles noch überlegen. Bei Bomberjacken einmal die rote und einmal meine schwarze Bomberjacke. Auch da muss ich noch gucken, welche ich auf der Fahrt anziehe. Ob ich eine auf der Fahrt anziehe oder ob ich beide mitnehme. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die am wichtigsten sind. So für Spanien und für den Sommerurlaub. Ich nehme natürlich auch Bikinis mit. Und zwar einmal nehme ich hier so einen roten Bikini mit. Diesen Bikini hier noch. Diesen Bikini. Zwei große mit. Und zwei kleine Handtücher mit. Wir machen jetzt weiter mit den ganzen anderen Sachen, die ich noch so einpacke. Fangen wir einfach mal mit dieser Tasche an. Hier mit Shampoo und Spülung. Zwei Duschgels mit. Einmal so ein normales Duschgel, und das ist so ein Duschöl-Zeugs, weil das muss irgendwie aufgebraucht werden. Ein Deo und ein Bodyspray. Eine Haaröl, weil wenn ich meine Haare ständig wasche und so, die brauchen Pflege. Rasiergel und zwei Einwegrasierer. Eine Tasche mit so Mädchenprodukten. Kommen wir zu der nächsten größeren Kulturtasche. Wir haben übrigens ein Bad in unserem Zimmer drin. Dann habe ich hier so meine Schminke drin, die ich wahrscheinlich nicht benutzen werde, weil ja, Mascara, so ein Ding zum Wimpern durchbürsten und meine Wimpernzange, Puder und Puderpinsel, ein Highlighter und ein Highlighterpinsel, mein Make-up-Ei. Kann aber sein, dass ich das noch in mein Handgepäck packe, weil ich da auch den Concealer drin habe. Eine Bürste, Handdesinfektionsmittel, da noch so ein Klarlack Dings drin, falls meine Nägel ein bisschen abkacken, dass ich da was drüber mache. Ganz normales Abschminkzeug, abgefülltes Gesichtswasser, Feuchtigkeitscreme für das Gesicht, weil ich glaube, mein Gesicht braucht viel Feuchtigkeit. Höchstwahrscheinlich habe ich da eh direkt einen Sonnenbrand. So Sachen wie Zopfgummi, Wattestäbchen und Wattepads. Eine Hülle mit, in die man das Handy reinpacken kann, dass die halt wasserfest ist. Eine kleine Handtasche. Dann habe ich eine Mehrfachsteckdose dabei, weil ich habe sehr, sehr viel zum Aufladen. Also ich brauche irgendwie 5 Steckdosen. Aber gut, Sonnencreme, weil ich habe keinen Bock auf Sonnenbrand. Dann sind 2 Packungen 30, die eine ist aber nur halb voll. Und hier ist dann noch so ein Labello, der Lichtschutzfaktor hat, den ich mir immer hier unter die Augen schmiere und auf die Nase und so, weil da kriege ich relativ schnell Sonnenbrand, und das ist ganz schön scheiße, wenn man da Sonnenbrand hat. Einfach so ein Jutebeutel, Nike-Beutel dabei. Auch meine Sonnenbrille ein, meine zweite. Also eine habe ich im Handgepäck und eine packe ich in den Koffer. Dieses Buch, Heft, Dings, Bums und den Stift ein, weil das ist so ein Buch, und also es ist so eine Art Tagebuch, also da schreibe ich halt, versuche ich halt jeden Tag reinzuschreiben. Das Ding ist, das funktioniert nicht so ganz. Ein kleines Portemonnaie. Jetzt kommen wir noch zu den Schuhen, die ich noch mitnehme, und zwar nehme ich dann einmal diese weißen Fake Converse, und dann nehme ich natürlich auch noch Flipflops mit, und da direkt 3 Paar, und zwar einmal diese Flipflops, zweimal das gleiche Paar Flipflops mit, und zwar dieses. Also das sind die Flipflops, das ist fast die einzigen Flipflops, in denen ich laufen kann. Und diese Art Flipflops hatte ich auch mit in Kroatien, und da hatte ich nur ein Paar mit, und das war nach einer Woche kaputt.
Deshalb habe ich jetzt zwei mit. Und das waren jetzt, glaube ich, auch alle Sachen, die in meinen Koffer kommen. Falls mein Gewicht das zulässt, packe ich noch Wasserflaschen in meinen Koffer mit Kohlensäure, weil ich weiß nicht, wie das Wasser da ist. Und viel trinken ist wichtig und ob wir da direkt einkaufen gehen können und alles. Auf jeden Fall, mein Handgepäck soll alles in diesen Rucksack rein. Ich hoffe, das passt alles, aber ich denke mal, dass das passt, weil ich habe nicht so viel mit wie in Kroatien, weil das war eine Katastrophe. Da hatte ich ja so eine fette Reisetasche als Handgepäck. Die haben mich alle angeguckt, wie sonst was. Und das habe ich auf jeden Fall dieses Jahr nicht wieder vor. Hier ist wahrscheinlich, glaube ich, trotzdem mit so viel Zeug in den Bus rein, weil, ja, aber... Als allererstes zeige ich euch jetzt aber noch, was ich auf der Fahrt anziehe. Und zwar ziehe ich da einmal dieses T-Shirt an, das ist einfach so ein gestreiftes T-Shirt. Und dann ziehe ich noch diese Laufleggings an, weil die ist saubequem. Und dann ziehe ich noch meine Stance mit an, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Aber in die kann man halt einfach richtig leicht reinschlüpfen und rausschlüpfen und das ist sehr praktisch. Und auf jeden Fall, weil ich auf der Fahrt eine lange Hose an habe, ist in meinem Handgepäck eine kurze Hose. Da das Ganze eben eine 22-Stunden-Reise ist, nehme ich natürlich auch ein Kissen mit, in der Hoffnung, dass ich schlafen kann, was wahrscheinlich nicht der Fall wird, aber mein Kissen muss trotzdem mit. Eine Decke mit und das ist wahrscheinlich das Problem, dass ich eben die Decke und das alles nicht in meinen Rucksack reingequetscht kriege und dann halt eben mit der Decke und dem Kissen und meiner Kameratasche und dem Rucksack und in den Bus gehe und aussehe wie so ein zugepacktes sonst was. Hier ist meine Kameratasche, in der meine ganze Technik drin verstaut ist. Als allererstes ist da natürlich meine Kamera drin, mit der ich gerade filme. Mein Selbstauslöser und diverse Speicherkarten drin. Ladekabel für meine Powerbanks und für meine eine Kamera. Dann nehme ich mein altes Handy mit. Also auf dem Handy will ich dann so Musik hören und ich will dann von hier auch Filme und meine Serien draufladen. Also ich lade mir Teen Wolf und Grimm, glaube ich, drauf und halt noch ein paar Filme. Alles von Amazon Prime, Powerbank-Kopfhörer, so ein Doppel-Kopfhörerteil mit Kamera-Akkus. Dann kommt dieses Wetterding noch mit und das ist meine Kamera, also es ist eine zweite Kamera und das ist eine Vlog-Kamera. Mit der kann ich dann unter Wasser auch was filmen. Dann diese Hülle da. Was dann logischerweise auch noch mitkommt, ist mein Handy, ein Ladekabel und dann nehme ich auch noch so ein Pömpelteil für mein Handy mit, mein Portemonnaie mit, in dem mein Personalausweis, Krankenversicherungskarte, hoffentlich irgendwann auch noch eine Kopie meines Impfpasses, weil die brauche ich auch noch. Und natürlich ist da mein Geld drin, eine Sonnenbrille, Handdesinfektionsmittel, eine kleine Bürste. Dann machen wir weiter mit dieser Kulturtasche, eine Zahnbürste, passt an das ein Waschlappen, noch mein Concealer, der Spiegel, da auch noch Paracetamol-Tabletten drin, aber mit der ganzen Medizin, das weiß ich noch nicht, was ich alles mitnehme, da muss ich nochmal mit meiner Mami reden. Einen kleinen Block und ein Stift. Dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem ganzen Essen und Trinken. Wasser hätte ich jetzt nur eine Flasche, aber ich nehme mindestens 1 Liter und höchstens 3 Liter mit. Auch Fruchtiger, Cola, ich 2 Äpfel, eine Gurke mit und Salz, Maiswaffeln, Nuku, Vollmilch, Zwiebäcke, Apfelkekse, das ist auch Prinzenrolle in billig, Schlümpfe, Salzcracker. Dann habe ich noch von Fritz diese, keine Ahnung, wie diese Teile heißen, Pickups. Ganz, ganz, ganz wichtig natürlich, Kaugummis. Das war's dann auch schon mit allen Sachen. Ich weiß, das ist sehr viel und ich muss gleich das alles einpacken. Ich freue mich mega auf Spanien und es geht bald los. Und ja. Und auf jeden Fall würde ich mich halt selber eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ich vergessen habe. Es bringt mir dann zwar eh nichts mehr, aber falls ich irgendwas vergessen habe, merke ich dann, wenn ich so dumm ich bin. Und weiß es vielleicht das nächste Mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.